Okay. Mein Name ist Riva Luis, ich bin bei der BMW AG im BMW Vertrieb Deutschland und ich bin dort als Marketing-Spezialistin angestellt. Ich habe nie an der normale Uni studiert, aber es ist also sehr viel persönlicher, das Studieren. Diese kleinen Gruppen, also man hat einfach ein anderes Verhältnis untereinander. Man kennt sich, glaube ich, auch besser. Es ist null anonym, also Anonymität geht gar nicht. Und ich finde, dass es eigentlich durch die Projektarbeiten und die vielen Präsentationen, dass es eigentlich viel mehr auf das vorbereitet, was man im Berufsleben tatsächlich braucht. Weil die Sachen, die man lernt, also auswendig lernt, oder die Inhalte, die braucht man auch, aber die sind eher so der Joker. Und die Sachen, die man eigentlich jeden Tag so beim Präsentieren übt oder im Miteinander, das sind die Dinge, die eigentlich tatsächlich zählen. Und ich glaube, die auch bei einem Einstellungsgespräch ausschlaggebend sind. Ich habe Medienmanagement mit Fachrichtung Markenkommunikation und Werbung studiert. Und jetzt so in der Retrospektive, was mir natürlich am meisten irgendwie in Erinnerung bleibt, sind tatsächlich die Kommilitonen. Glaube ich, auch die Freundschaften, die man da geschlossen hat durch die Projektarbeiten, die teilweise sehr, sehr intensiv waren und wo man auch die Wochenenden zusammen in der Uni verbracht hat und also schon auch wirklich auch an seine Grenzen gegangen sind. Also ich habe da einfach Freundschaften geschlossen, die man so eigentlich jetzt schwer eigentlich wieder hat, weil das einfach eine besondere Zeit ist. Und ich habe auch zum Beispiel im Praxissemester eine meiner besten Freundinnen kennengelernt, die jetzt in den USA lebt und mit der ich immer noch ganz viel Kontakt habe. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich mal in so einem großen Konzern unterkomme. Ich habe eher immer gedacht, dass ich ein Agenturmensch bin, dass ich das auch zu schätzen weiß. Ich habe die Erfahrung jetzt eigentlich nur während dem Studium gemacht, was ich auch als eine gute Erfahrung empfunden habe und deswegen, wie gesagt, mir eigentlich die Agentur vorgestellt hätte. Bin jetzt letzten Endes in einem großen Konzern gelandet und bearbeite ein Thema, nämlich Automobile, was mich davor gar nicht interessiert hat und bin da auch eher zufällig hingekommen. Also es hat mir jemand vorgeschlagen, du bist doch ganz gut im Organisieren, würde dir das nicht Spaß machen? Und ich hatte eigentlich ein anderes Selbstbild von mir im Kopf gehabt. Und hab dann gesagt, okay, ich probiere es aus und inzwischen bin ich super happy. Be stubborn about your goal, but flexible about your methods.